Jo Leute, herzlich willkommen alle Freunde, Feinde, Psychos, Spackos, Nerds, Lemminge und sonstigen Arschlöcher auf meinem Kanal Austria Psycho. Wir befinden uns hier da in Wien im 22. Bezirk. Es gibt eine neue Rubrik, die nennt sich On Tour mit Austria Psycho. Und da ich gerade unterwegs bin auf die Tankstelle und warten muss, weil die Tankstelle Tagesabschluss macht, so habe ich noch nie gehört, eine Tankstelle Tagesabschluss machen, aber soll so sein, da wir was zum Trinken benötigen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen, wie man sehen kann. Ich bin hier mit meinem Motorrad. Einen Moment, ich zeig's euch. Sieht man das? Nein, steht genau vor der scheiß Tafel. Hier. Hier ist mein Motorrad. Yeah. Bin ich jetzt auf die Tankstelle gefahren und muss hier warten, ca. 10 Minuten, bis er den Tagesabschluss fertig hat und wir in die Tankstelle reingehen können. Lustigerweise, ist genau auf. Aha, was ist da los? Die haben auch kein Zuhause. Nur lustigerweise, ich stehe hier ziemlich offensichtlich da, also man kann mich hier gut sehen. Warum die dann unbedingt auf der Straße Sex machen müssen oder ihre Lust da. Ja. Stillen ist mir eine Frage. Ist egal, auf jeden Fall, es geht darum. Warum mache ich dieses Video? Ganz einfach, skurrile Szene oder lustige Szene. Ich möchte euch auch etwas zeigen, wenn ich unterwegs bin. Scheiß Autos, was da jedes Mal vorbeifahren, fahren wir jedes Mal ins Video. Ich hoffe, man kann mich akustisch hören. Es geht darum, genau auf der gegenüberliegenden Seite von dieser Tankstelle befindet sich, einen Moment, was machen die da? Wie man sehen kann, ein Laufhaus. Und wir haben jetzt, wie man sehen kann, auch dunkel. Es ist 23.30 Uhr, so 24 Uhr herum. Und na, dadurch, ich auf der Tankstelle warten muss, bis ich eben rein kann, um meine Getränke zu kaufen, schaut man in der Gegend herum. Und man mag es gar nicht glauben, wie viele Männer. Das scheiß Auto, das ist ja Wahnsinn, Alter. Die müssen immer da fahren, wenn ich Video mache, diese Wichser. Scheiß Kinder! Man mag es gar nicht glauben, wie viele Leute hier beim Eingang rein und raus gehen. Also wie viele Männer eigentlich dort rein und raus. Wie viele Männer da eigentlich rein und raus gehen, ja? Ab und zu geht auch eine Frau dort rein, aber die wird wahrscheinlich dort arbeiten. Ja, schau, da gehen schon wieder zwei raus. Unglaublich. Die haben sicher ihre Lust jetzt befriedigt, also traue ich mich wett nicht. Keine Ahnung, ich war noch nie in so einem Etablissement. Ich habe zwar, wie vielleicht viele wissen, in dieser Branche einmal gearbeitet, eine sehr große Webseite besessen, vor einigen Jahren, und habe natürlich auch Reportagen über solche Laufhäuser gemacht, Fotoreportagen. Und ich war zwar schon drinnen, aber ich habe noch nie die Dienstleiste einer so netten Dame angenommen oder benötigt, sagen wir es einmal so. Ja, ich würde auch nie, für Sex bezahlen. Auf jeden Fall ganz lustig. Hier gehen schon wieder drei Leute raus. 1, 2, 3 und die waren sicher jetzt ficken, Vögeln, und ist lustig anzusehen, die gehen jetzt alle ganz lässig, also ich glaube, die sind sicher sehr angespannt da reingegangen. Autos? Unglaublich, wenn ich Video mache, dass die Depper da mal durchfahren. So. Auf jeden Fall, wir haben
Also, schon wieder einer. Also, man mag kaum glauben, ja. Wir haben heute ca. 33 Grad untertags gehabt, haben derzeit so um die 25 Grad, wie es ausschaut. Da hinten blitzt es auch schon, wird es bald regnen. Ich hoffe, die Tankstelle sperrt bald auf, damit ich meine Getränke bekomme und nach Hause fahren kann. Auf jeden Fall geht es darum, jetzt wird es ca. 25 Grad haben und es ist unglaublich, da sind sicher schon so 25 bis 30 Männer rein und rausgegangen und man mag es kaum glauben, dass die bei 25 Grad, ja, dass so viele Leute Lust auf Sex haben. Ja. Also ich bin, also jetzt muss ich mir vorstellen, ich hoffe die Zimmer sind dort klimatisiert, weil wenn es bei mir 25 oder 30 Grad in der Wohnung hat oder im Raum, ja, da bin ich nur froh, damit mich keiner angreift. Ja. Also ist schon eigentlich ein Wahnsinn, gell, wie hoch dieses Lustempfinden sein muss von diesen Leuten. Ja. Da ist einer. Aber das ist kein Mixer, der ist von der anderen Straßenseite gekommen. Jo, auf jeden Fall, das wollte ich euch auch mal zeigen. Also nicht, dass die Leute jetzt glauben, ab 23, 24 Uhr werden die Rollläden runtergemacht und die Straßen werden eingerollt. Nein, nein, das Nachtleben geht auch weiter, auch in Wien. Man mag es kaum glauben, auch in Wien geht das weiter. Ja, was machen die zwei da hinten? Die sind noch immer am Schmusen und Betatscheln. Ja. Auf jeden Fall, es geht darum, auch nach 23 Uhr, wie man an den Straßenverkehr, an den Autos sieht, ist da reges Herrschen. Wir haben Samstag und natürlich diese Frauen müssen ja auch ihr Geld verdienen, ja, also so ist es nicht. Man kann eigentlich nur froh sein, dass auch diese Damen so ihr Geld verdienen, weil ganz einfach, oh, jetzt tut mir die Hand schon wohl, bist du deppert, 7 Minuten ist das Video schon und jetzt so langsam tut die Hand weh. Also man muss froh sein, dass es diese Damen gibt, ja, die auch, so ein Wichser, nächstes Mal drehen Radio leiser, du Arschloch. Man muss auch froh sein, dass diese Damen gibt, weil ich denke mal so, würden die Männer, oder es gibt sicher Männer, die, wenn sie ihre Lust nicht befriedigen, ja, und das Wichsen auch nicht mehr ausreicht, ihre Lust zu befriedigen, dass die eventuell, sieht man ja an den die ganzen Autos, das ist ja Wahnsinn, ich kann ja nicht mal frei reden, dass die dann auch Gewalt anwenden werden, so wie man ja in den Medien Nachrichten auch liest und hört, dass es die Frauen gibt und das auch anbieten, ja. Ob sie es wollen oder nicht, keine Ahnung, ja. Aber ich denke, für eine Nymphomanin oder sowas ist das sicher dass der optimale Job, ja. In diesem Sinne, der Wind geht heute, ja, da kommt sicher Regen, 100.000%ig. In diesem Sinne, habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, lasst es krachen. Ein recht wirklich Herz von Herz, tiefen Herz kommenden, fickt euch, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.